Willkommen zum heutigen Reise-TV. Heute soll es mal um eine spezielle Versicherung geben. Ich habe gestern übrigens in meinem Blog, die Adresse ist mal schnell hier unten eingeblendet und wird auch unter dem Video nochmal erscheinen, habe ich mal darüber geschrieben, wie wichtig eine Reiserücktrittskostenversicherung, vor allem auch eine Reiseabbruchversicherung ist. Da gab es vor kurzem einen Fall bei AIDA, wo es ein paar Ungereimtheiten gegeben ist und einen ziemlich reißerischen Bericht vom norddeutschen Fernsehen, der ja vor allem Unkenntnis des Redakteurs präsentierte. Fakt ist auf alle Fälle, dass man solche Versicherungen unbedingt haben sollte. Auf der anderen Seite gibt es auch Versicherungen, bei denen man darüber nachdenken sollte, ob man sie wirklich abschließen sollte. Es gibt zum Beispiel beim Flugladen.de. Das ist ein Flugportal, das ich selber auch über meinen Blog zum Beispiel gerne empfehle, weil es eine sehr günstige und sehr faire Angelegenheit eigentlich ist. Da gibt es eine Flugticketgarantie, die sicherlich nicht immer sinnvoll ist. Sie kostet ungefähr 3% des Flugpreises und sichert einen ab für die Vorauszahlung, die man ja bei Flügen immer tun muss in 100%iger Höhe. Im Falle einer Insolvenz der Fluggesellschaft würde man dann das Geld erstattet bekommen. Klingt erstmal sinnvoll, allerdings sollte man sich dabei immer überlegen, letztendlich mit welcher Fluggesellschaft ist man unbedingt überhaupt unterwegs und wie wahrscheinlich ist es, dass diese Fluggesellschaft tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten kommt, und zwar so stark, dass sie in Insolvenz gehen muss und das Geld weg ist. Also wenn man zum Beispiel mit einer großen Liniengesellschaft fliegt, wie zum Beispiel der Lufthansa oder mit Emirates, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Insolvenz entsteht, doch sehr gering und dann sollte man überlegen, ob man diese Kosten tatsächlich bezahlen sollte oder ob man da dann nicht dieses ganz kleine Restrisiko, was es natürlich immer gibt, dann lieber tatsächlich mal eingehen sollte. Wenn man natürlich mit einer exotischen Airline unterwegs ist, weil man vielleicht auch keine andere Alternative hat, dann ist diese Flugticketgarantie gar nicht eine so schlechte Idee. Es kommt also immer auf die Situation drauf an und darüber sollte man sich dann eben Gedanken machen. Insolvenzen von Airlines sind nach wie vor ziemlich selten. Das liegt auch daran, dass eine Fluggesellschaft eine Lizenz haben muss, eine staatliche Genehmigung zum Betrieb einer Fluggesellschaft und die auch regelmäßig erneuert werden muss. Für diese Lizenz muss eine Airline auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Das ist ja auch nicht nur deswegen sicher damit wichtig, damit die Kunden sich darauf verlassen können, dass sie für ihr eingezahltes Geld auch eine Leistung bekommen, sondern es hat auch damit zu tun, dass die Airline ja ihre Leistungsfähigkeit nachweisen muss, damit sie auch wirtschaftlich in der Lage ist, alle Sicherheitsvorkehrungen und Bestimmungen einhalten zu können. Von der Warte aus ist also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fluggesellschaft in Insolvenz geht, doch relativ gering. Aber es gibt natürlich solche Beispiele. Auch in diesem Jahr sind schon einige Airlines wieder in Konkurs gegangen. Der größte Konkurs, also da, wo es die Menschen wahrscheinlich am meisten mitbekommen haben, war sicherlich die Insolvenz von Sky Airlines, die damals gemeinsam mit dem Reiseveranstalter GTI Travel in Insolvenz gegangen ist. Und das hat allerdings dann auch wiederum relativ wenig Fluggäste direkt betroffen, weil am meisten waren eigentlich die Reiseveranstalter davon betroffen, die nämlich ihre Kunden von Sky Airlines auf andere Airlines umbuchen mussten, um ihre Gäste, die eine Pauschalreise gebucht haben, ans entsprechende Ziel zu kommen. Denn wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, dann ist der Reiseveranstalter dafür verantwortlich, Ersatz zu schaffen. Er kann laut AGBs in der Regel die Kunden zwar an den Kosten beteiligen, es passiert allerdings relativ selten, denn die Reiseveranstalter wollen ja die Kunden nicht verlieren. So einfach ist das. Eine Pauschalreise hat relativ viele Vorteile durchaus, auch wenn sie heute manchmal einen angestaubten Ruf hat und weil und es ja im Internet ziemlich schön aussieht, wenn man ein Hotel bucht, ganz billig irgendwo und dann ganz billig noch irgendwo einen Flug dazu bucht, freut man sich manchmal, dass man schön gespart hat. Ja, das böse Erwachen kommt halt, wenn so eine Airline eben mal pleite geht oder auch ein Hotel plötzlich schließt, dann kann man plötzlich dastehen. Dazu aber vielleicht an einem anderen Tag mal mehr. Insgesamt, wie gesagt, also ist so eine Flugscheinsicherung ja selten sinnvoll, sage ich mal. Und wer dazu mehr wissen will, der hat auf den dieses Video ausstrahlenden Portalen immer die Möglichkeit, seinen Reiseberater zu befragen. Der kann einem da entsprechend
bei der Entscheidung zumindest unterstützen. Die Entscheidung selbst muss man natürlich immer selber treffen. Das ist doch ganz klar. Das war dann für heute Reisetv. Ich wünsche wie immer eine gute Reise.